Ich habe einfach schon immer gerne getanzt. Meine Mutter hat mir oft gesagt, dass ich sogar schon vor der Geburt im Mutterleib getanzt habe. Ja, ich liebe es einfach, mich zu klassischer Musik oder irgendeiner Musik einfach zu bewegen und mit der Musik ja, im Einklang zu sein und einfach dieses Gefühl von Freiheit. Und ich spüre wirklich meine Seele, die tanzt mit oder möchte mittanzen und sich einfach frei fühlen. Ja, also es ist sehr schön. Ja. Professionell habe ich angefangen mit 10 Jahren in der Staatlichen Ballettschule Berlin. Und da hatte ich dann auch schon meine ersten Auftritte. Das war immer sehr, sehr, sehr schön, auf der Bühne zu stehen und sich einfach auszudrücken mit dem Körper. Und ja, das war immer sehr spannend für mich. Und ja, ich freue mich dann immer richtig, wenn ich jetzt so daran zurückdenke. Mir wurde erst sehr spät klar, dass ich meine Kunst zum Beruf mache. Ich habe einfach immer getanzt und wollte einfach mich bewegen, meinen Körper formen, besser werden. Und ich ja, war so neugierig, neue Sachen zu lernen. Und es war sehr aufregend, also habe ich gar nicht an die Zukunft gedacht, was kommen könnte oder dass man das ja zum Beruf machen kann, tanzen. Ich wollte es einfach immer nur machen, aber natürlich bin ich jetzt sehr froh, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, mit etwas, das ich liebe zu machen. Mit Magdeburg verbinde ich am meisten das Theater Magdeburg, das Ballett Magdeburg und Gonzalo Galguera. Ich bin sehr dankbar, dass er mir vor 3 Jahren einen Vertrag angeboten hat und mich in die Company aufgenommen hat und mir schon damals Solorollen anvertraut hat. Dadurch, dass wir so eine kleine Kompanie sind, können wir auch so eng arbeiten mit Gonzalo. Ganz intim, ganz individuell, und das ist einfach was ganz Tolles. Vor allem, wenn das Repertoire wirklich so breit gefächert ist, dass man von modern bis klassisch alles mal ausprobieren kann und sich darin beweisen kann. Heute fasziniert mich die Bühne sehr. Ich liebe Vorstellungen und auf der Bühne zu stehen. Ich könnte jeden Tag Vorstellungen machen. Es ist so toll, dieser Moment, wenn man auf der Bühne ist und man spürt das Publikum und die ganze Atmosphäre um einem rum. Und es ist so toll, auch dem Publikum etwas zu geben, ein Gefühl oder einen Gedanken. Auch wenn sie dann nach der Vorstellung zu einem kommen und sie sagen, ja, es hat mir was gegeben und es war so toll, dann weiß ich, okay, es macht wirklich Sinn. Das, was ich mache, es macht die Menschen glücklich und mich auch. Und ja, das ist doch perfekt, das ist doch super. In Magdeburg finde ich die Altstadt sehr schön, den Dom und das Hundertwasserhaus. Ich bin auch sowieso die meiste Zeit in der Altstadt unterwegs und meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinen Kollegen und Freunden. Zum Beispiel das Jekyllwood, eine Bar, finde ich ganz, ganz toll. Bin ich manchmal abends dort, wenn ich frei habe. Oder wir kochen zu Hause bei jemandem. Einfach ganz alltägliche, normale Sachen und tauschen uns aus auf einer ganz anderen Ebene, viel privater. Und ja, es ist sehr schön und auch sehr entspannt und inspirierend. Mit dem Förderpreis ausgezeichnet zu werden, bedeutet mir sehr viel. Es gibt mir viel Kraft und Vertrauen. Einfach, dass ich weiß, dass andere Künstler und Menschen hinter mir stehen und an mich glauben. Es gibt mir ein sicheres Gefühl und ich weiß, okay, Leander, du schaffst es, du kannst es, du bist auf dem richtigen Weg. Geh auf die Bühne und zeig es jetzt einfach allen. Und ja, ich bin einfach sehr dankbar, für mich geehrt. Und ich hoffe, ich kann weiterhin mich verbessern und einfach viel tanzen und den Menschen noch mehr geben. Und einfach, ja, einfach weiter zu tanzen. Bis jetzt habe ich noch nichts geplant, was ich mit dem Preisgeld machen möchte, aber da wir immer 6 Wochen im Sommer frei haben, denke ich, werde ich eine inspirierende, entspannende Reise machen. Irgendwo was Sonniges, schön, einfach was Schönes, einfach sich wirklich zu entspannen, den Körper neu aufzuladen und ja, mal sehen. Also muss ich noch drüber nachdenken.